Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe euch ja in einem Haul vor einer Weile schon diese Kuschelstrümpfe gezeigt und hier seht ihr, was draus geworden ist. Meine kleinen Wichtel, ein kleiner Wichtel und jetzt möchte ich noch einen zweiten Wichtelfreund dafür machen. Ich liebe ja diese Farbkombi Grau, Weiß und Rosa, deswegen hat er auch genau die. Der andere kriegt die auch, nur ein bisschen anders. Hier sind noch anstatt Bommel hat er hier so eine Kugel dran. Ich finde die so süß, diese Wichtel. Die gibt es ja in allen möglichen Varianten. Ich habe mir da Videos angeguckt und Bilder angeguckt. Da kann man aus dem Strumpf die Nase formen und festbinden. Dann kann man das mit so einem Nylon-Strumpf machen, so ein hautfarbigen. Das fand ich aber alles irgendwie nicht ganz so perfekt für den ich haben möchte. Meine hat jetzt natürlich eine pinke und keine rote Holzperle als Nase. Als Bart habe ich Makramee-Garn genommen und dann gekämmt. Da kann man aber auch normale Wolle nehmen einfach. Oder wenn man hat, kann man da auch so Kunstfell, also anstatt der Wolle hinkleben. Das will ich aber nicht, das finde ich eklig anzufassen. Ich weiß nicht warum. Das kam für mich nicht in Frage. Ich muss den Bart noch mal ein bisschen ordentlich schneiden, sehe ich hier gerade. Der hat Zacken. Aber das macht nichts. Das mache ich dann später noch. Erstmal wollte ich euch den zeigen und möchte den so einen mit euch heute basteln. Der Freund kommt mal zur Seite. Der wiegt in meinem Fall auch tatsächlich ein halbes Kilo, weil ich eine halbe Packung vom Reis genommen habe als Füllung, weil ich das super finde. Dann bleiben die echt gut stehen. Man kann die natürlich auch mit Watte füllen oder mit Sand oder mit es gibt doch diese Dekosteinchen oder was habe ich noch gesehen? Muschelsplit und also eigentlich kann man da gucken, was man hat und was man nehmen möchte. Ich habe jetzt den Reis genommen. Hatte ich nicht, habe ich extra gekauft. War der günstigste. Ja, genau so. Also man braucht Reis. Dann habe ich hier einfach so ein Stück dünne Wolle zum Festbinden. Dann habe ich hier einen Strumpf, der kein Gegenpartner hatte, einen alten. Der kommt unten runter. Dann habe ich diesen hier. Da sind jetzt diese Noppen, weil ich hatte die bei Action gekauft und da gab es nur die. Aber das ist hier auch, das fällt gar nicht auf. Die sind nämlich auf der Rückseite und das stört mich überhaupt nicht. So. Im besten Fall habt ihr natürlich Kuschelstrümpfe ohne Noppen. Dann habe ich hier nochmal einen Grau, die Holzperle und das Makramee-Garn. Oder Wolle oder Fell oder wie auch immer. Dann habe ich hier noch einen Kamm. Dann braucht ihr noch Nadel und Faden. Das ist, fülle ich mir jetzt die halbe Packung Reis in diesen Strumpf. Das ist so ein bisschen fummelig. Ich habe gesehen, viele haben das auch gemacht mit so einem Glas. Ich habe aber keine so großen Gläser, dass das tatsächlich alles reinpasst. Das war dann irgendwie noch friemeliger als sonst. Aber ich überlege gerade. Das könnte passen. Das ist so ein altes Nougat-Creme-Glas. So, da zieht man sich den Strumpf so drüber. Mal gucken, ob es besser klappt. Und füllt sich den Reis oder was auch immer man hat hier ein. Mal gucken. Das war super. Ich wollte eigentlich das nur so ein bisschen nach unten schütteln. So ist besser, dass das so ein bisschen weiter nach unten rutscht. Das war eigentlich das, was ich wollte. Thank you.
So, dann stopft ihr euch das so, wie ihr es haben wollt. Ich möchte den jetzt gar nicht so, ja, ungefähr so möchte ich den. Und da binde ich mir schon einmal ein Stück Bindfaden drum. So. Dann ist das nämlich schon mal zu. Und dann kann ich hier schon mal ein Stück abschneiden. So, fertig. Nein, natürlich nicht. Jetzt überlegt man sich, ich überlege jetzt gerade, was hatte ich denn noch geplant? Wisst ihr was? Ich glaube, weil da hier so schwarze, blaue Flecken drunter sind, nehme ich den grauen als Wichtel und den rosan auch wieder als Mütze. Den zieht man sich dann einfach hier drüber. Und bindet sich auch den nochmal hier, wo das andere zusammengebunden ist, fest. So, und dann kann man sich den Rest abschneiden. Da kann man dann auch noch später was draus basteln zum Beispiel oder so. Also man kann es auch wegschmeißen. Ich hebe es auf. Also ich möchte gerne, hier unten ist so ein leichter Gummizug drin. Den möchte ich gerne haben, um die für die Mütze später, für den Rand, weil ich das sehr süß finde. Dann hat man natürlich den Knick. Man kann sich jetzt hier abschneiden, dann ist die Mütze ganz schön kurz. Man könnte auch den oberen Teil nehmen. Dann habe ich aber nicht dieses schöne Eingerollte, was ich haben möchte. Und ich habe bei dem anderen auch diesen Knick mitgenommen. Das ist völlig egal. Dann knickt die so ein bisschen nach hinten. Also ich schneide mir das jetzt ein bisschen oder so. Schneide ich mir jetzt einfach ein Stück ab. Da müsst ihr gucken, was ihr haben möchtet. Es ist natürlich so, wenn man dieses Stück nimmt, muss man es oben theoretisch nicht zunähen. Dann hat man aber hier diese blöde Nahtkante. Oder man lässt es halt so. Ja gut, das geht, wenn man nicht so Stopper hat, aber ihr seht, hier ist jetzt das Abgeschnittene nämlich so. Das finde ich nicht so schön. So, das drehe ich mir jetzt einmal auf links. Ist gelogen. Auf links werde ich es ja später haben. Das lasse ich jetzt so. Und dann nähe ich mir das hier oben, das offene Ende, einfach zu mit Nadel und Faden. So, lege ich mir die beiden offenen Seiten übereinander und gehe hier einfach mit der Nadel vor und zurück. Einfach einmal durch. Und jetzt ziehe ich mir den Faden auch nicht ganz durch, sondern mache einfach dann am Ende einen Knoten rein und ziehe mir das Ganze dann so zusammen. Dann schneide ich mir das ab und jetzt drehe ich es auf links, so, weil so ist dann nämlich bei der Mütze, sind dann nämlich die Stopper so auch versteckt. Könnte man natürlich hier auch machen, aber dann hätte man hier auch wieder diese blöde Naht außen. So, da ist jetzt die Mütze und jetzt habe ich hier durch diesen leichten Gummizug so eine schöne, wie nennt sich denn das, so ein Bündchen, so ein hier so ein Dings. Jetzt nähe ich mir hier oben noch meinen Bommel an. Die hier habe ich mir bei irgendeinem Haul mal gekauft. Ich glaube bei Doreen Beads oder so. Ich dachte, das wären Perlen. Sind sie aber nicht. Die haben gar keine Löcher. Und jetzt habe ich gedacht, das ist das perfekte, die perfekte Anwendungsmöglichkeit für die. So habe ich so ein bisschen Bling-Bling mit an meinen Wichteln. Und dann nehme ich mir jetzt auch einfach nochmal ein Stück Garn und dann gehe ich einfach hier am unteren Ende einmal so durch die Kugel durch. Das ist so eine Styroporkugel und dann gucke ich, ich möchte das ja hier oben auf dem Ende haben, gehe ich hier auf der einen Seite mit der Nadel durch,
ziehe mir hier den Faden rein. Dann fädel ich mir die andere Seite auf den Faden. Auf die Nadel, nicht auf den. So, ihr versteht mich hoffentlich. So. Und gehe ein Stück daneben. Steche ich dann nochmal ein. Also das ist wirklich, man muss auch nicht nähen können dafür. So, das ist das eine Ende. Hier ist das andere Ende. Dann gucke ich, dass der auch bündig auf der Mütze sitzt und knote mir das im Inneren einfach mit ein, zwei Knoten zu. Ich schneide mir den Faden ab. Und da habe ich den Bommel auf der Mütze. Die Mütze kann man jetzt schon mal aufsetzen. Ach so, hier den Faden schneide ich mir vielleicht noch mal ein bisschen ab. Und schon hat der Wichtel eine Mütze auf. So. Und jetzt brauche ich noch ein Bart. Dafür nehme ich mir jetzt mein Makramee-Garn oder Wolle, das geht genauso. Und mache die Finger so ein bisschen auseinander, weil ich es ein bisschen länger haben möchte. Na? Und fange an und wickel mir das hier einfach immer drumrum. Ich denke, das reicht mir, schneide ich das ab. Dann nehme ich mir hier von dem dünnen Garn ein Stück Faden und ziehe mir das hier oben an meinem Zeigefinger lang einmal durch, also durch diese Schlaufe, und mache mir da einen Knoten, auch einen Doppelknoten, damit es richtig hält. Jetzt habe ich hier diese Schlaufe und da gehe ich jetzt, die will ich nicht abschneiden, die nehme ich mir einmal zur Seite, und hier unten gehe ich jetzt einmal mit der Schere durch, ne? Und habe dann hier wie so ein Pompom, ich weiß nicht, wieso hier jetzt so ein langer hängt. So, und das Ganze kämme ich mir jetzt. Ich habe hier so einen ganz normalen Kamm aus der Drogerie und kämme mir das so ein bisschen auf. Das geht mit mancher Wolle auch, aber nicht mit jeder. Aber ich finde, man kann es auch so schon lassen als Bart. Also dieser Schritt ist jetzt nicht unbedingt nötig für einen süßen Wichtel, weil es hat ja auch nicht jeder jetzt dieses Makramee-Garn zu Hause. So, wenn wir jetzt ein Bart haben, nehmen wir uns die Mütze nochmal ab und binden uns das jetzt auch hier oben drum. Das klebe ich aber gleich noch ein bisschen fest, um das zu fixieren. Ich gucke einmal gerade, wie weit unten möchte man die Mütze haben, muss man sich natürlich überlegen. Also wie weit möchte man sie über den Körper ziehen. Ja, ich vergleiche das mal gerade, die sollen ja nebeneinander sitzen. Na, wo ist der andere? Ein ganz bisschen höher darf der Bart noch. Das fixiere ich mir dann gleich, wie gesagt, nochmal mit Heißkleber. Und am Ende stutze ich mir den Bart dann auch noch ein bisschen. Wie gesagt, dann nehme ich mir meinen Heißkleber und fixiere mir den... Moment, ich muss einmal gucken, genau, die sind offen. Hinterkörper. Nee, hinten so. Dann fixiere ich mir jetzt den Bart noch mal so ein bisschen. Dann kommt die Mütze dazu.
Weil die fixiere ich mir auch noch mal ein bisschen mit Heißkleber. So, ihr seht, jetzt habe ich hier so einen schönen Rand um die Mütze wegen diesem Gummizug. Deswegen hatte ich das so abgeschnitten. Da müsst ihr natürlich auch überlegen, wie wollt ihr es haben, was habt ihr für einen Strumpf. Aber ich würde auf jeden Fall immer mal gucken, wie der Gummizug sich so macht, weil ich finde das sehr süß. So lasse ich jetzt die Mütze und mache mir jetzt hier auch noch mal so ein bisschen, hier und da so ein bisschen Heißkleber drunter, einfach damit das nicht so viel verrutscht. Das muss jetzt nicht komplett festgeklebt sein. Einfach an so ein paar Stellen. Also wenn das hier stört, der sollte natürlich gucken, dass er Strümpfe ohne diese Gumminoppen kriegt. Ich finde es jetzt überhaupt nicht schlimm, weil die bei mir eh dann nur irgendwo auf dem Regal stehen. So, auch hier vorne mache ich noch mal ein bisschen Heißkleber. Ist die Mütze fixiert. Und dann kommt noch die Nase drauf, wenn ich sie finde. Die hat natürlich so große Löcher. Die mache ich mir jetzt nicht so nach vorne, sondern einfach seitlich. Dann sieht man die, wenn man vorne drauf guckt, nicht direkt die Löcher. Hier ist dann auch nämlich dieser Bindfaden versteckt, mit dem wir diesen Bommel zusammengebunden haben. Und am Ende stutze ich mir dann mit einer Schere, also nicht mir, stutze ich dann dem Wichtel noch ein bisschen sein Bart, dass es ordentlich aussieht. Aufpassen, dass man sich nicht in den Strumpf schneidet. Auch da kann man natürlich gucken, die einen, ich wollte jetzt den Bart bis zum Boden, also dass der einmal komplett vor dem Wichtel hängt. Auch das kann man natürlich individuell entscheiden. Man kann sich den natürlich auch ein bisschen kürzer machen. Meiner ist jetzt wirklich so lang, wie der Wichtel ist. So, wenn ich gerade die Schere in der Hand habe. Und ich schneide den so ein bisschen rund, dass er so ein bisschen an den Seiten kürzer ist als in der Mitte. Aber auch das ist alles eurer künstlerischen Freiheit überlassen. Ich finde, das ging ziemlich einfach, ziemlich schnell und ich finde die voll süß. Dadurch, dass ich die natürlich jetzt mit ähnlichen Strümpfen gemacht habe, passen die beiden auch zusammen. Und hier haben sie ihren gleichen Bommel. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Da freue ich mich immer ganz doll. Und ihr könnt auch gerne kostenlos den Kanal abonnieren. Da bekommt ihr dann immer Bescheid, wenn ich ein neues Video habe. Und wenn ihr noch was für Weihnachten sucht, guckt gerne auf meinem Etsy-Shop vorbei. Den habe ich euch unten verlinkt. So, genau wie die Instagram-Sale-Seite, auf der ich meine aussortierten Bastelsachen abgebe. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und wünsche euch alles Liebe. Tschüss.